Hallo zusammen, schön, dass ihr alle dabei seid. Wir sind heute Abend mal wieder zur Abwechslung live. Ich bin der Dirk Freiberger, Metzgermeister und Fleischsommelier und wir suchen heute Abend das perfekte Steak. Ich habe natürlich ein paar Versuchskaninchen eingeladen. Also habe auch versucht, das genderspezifisch ein bisschen zu teilen. Also MWD und so, ne? Also von daher ist alles dabei heute. Damit ihr wisst, was es heute Abend gibt. So schaut das Ganze aus. Wir haben 8 verschiedene Steaks. Ich möchte heute, dass unsere Versuchskaninchen natürlich auch ein bisschen was dazu zählen. Also, dass sie das ausprobieren und danach dann sagen, okay, das hat mir jetzt am besten geschmeckt und nett. Deswegen sage ich euch jetzt vorher nicht ganz so genau, was das ist, sondern wir reden jetzt erstmal nur über die Teilstücke. Die Kosten der einzelnen Steaks. Ich habe es natürlich wieder versucht, heute ein bisschen so, in der schönen Spannungskurve aufzubauen, das Tasting, damit wir nach und nach praktisch vom, ich sag jetzt einmal, interessanten Steak zum preislichen Höhepunkt dann auch kommen werden. Wobei ich nicht weiß, ob heute das teuerste Steak auch gewinnen wird. Ich weiß noch nicht, wie schon gesagt, wie die Versuchskaninchen, wie geht's euch überhaupt? Ist alles gut bei euch oder? Perfekt, naja, jetzt sind sie noch ganz schüchtern, aber die werden wir schon noch warm bekommen. Also gut, aber ihr wisst ja auch, wir sind ja, oder besser gesagt, ich bin ja zurzeit mit Energy Nürnberg gut engagiert, dass wir in Nürnberg ein Bratwurstgässle etablieren. Deswegen machen wir heute ein kleines Amuse-Gueule. Ich habe ja ein paar Freibier-Bratwürste mitgebracht. Die schmeißen wir jetzt einfach mal kurz so ein bisschen nebenbei auf den Grill, damit der erste Hunger verfliegt. Weil ansonsten, denke ich auch, ist das erste Steak dann immer gleich verfälscht beim Tasting. Ganz einfach aus dem Grund. Wenn man nämlich Hunger hat, dann schmeckt einem alles immer besser. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber wenn ihr den ersten Bissen nehmt, das ist jetzt auch schon wieder ganz wichtig für euer perfektes Steak, immer am besten hungrig genießen. Denn der erste Bissen bei eurem perfekten Steak, wenn ihr einen großen Hunger habt, schmeckt immer am besten. Gibt auch so einen Spruch dazu, wenn die Maus satt ist, schmeckt das Mehl bitter. Ja? Genau das ist das gleiche auch beim Steak. Wenn nichts mehr reingeht physisch, dann braucht ihr auch nicht versuchen, noch beim Steak-Tasting mitzumachen. So, jetzt schauen wir doch noch mal kurz auf diese schöne Steakplatte hier, was wir da nicht alles Tolles haben. So, und zwar fangen wir hier mit der Nummer 1 an. Da haben wir ein Hanging Tender vom Weideangus. Hier ist die Nummer 2. Da haben wir ein Tree Tip Steak oder Bürgermeisterstück vom Kianina Rind. Da haben wir diese Woche frische Lieferung bekommen. Dann geht es weiter mit der Nummer 3. Das ist ein schön marmoriertes Ribeye von der Fränkischen Ferse. Nummer 4 haben wir hier. Dry-aged Ferse, 35 Tage, trocken gereift, Entrecote. Nummer 5, das ist mein Liebling heute, Picanha Wagyu Frankenhöhe. Nummer 6, hier, Hüfte Wagyu Frankenhöhe. Nummer 7, Wagyu Frankenhöhe Flat Iron. Und die Nummer 8 hier hinten, dann die letzte Krönung, das ist dann noch die Praline, die es dann zum Abschluss gibt, ist Kagoshima Filet, ist ein A5 BMS 12 gewesen. Was das jetzt heißt, kommen wir später noch dazu. Für euch möchte ich bitte, also wir machen auch ein kleines Gewinnspiel für alle, die jetzt natürlich fleißig zuschauen. Kommentiert heute fleißig, wenn ihr Fragen zu den verschiedenen Cuts habt. Wo kommen die her, wie breiten wir die zu, etc. Schreibt es einfach in die Kommentare. Ah ja, und auf YouTube und, was sollen wir, was sind wir auf YouTube? Ich soll auf YouTube kommentieren. Also am besten ihr kommentiert auf YouTube, auf Facebook, kann sein, dass wir es erst morgen lesen. Also dann könnt ihr leider nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Da könnt ihr aber zuschauen, mitmachen könnt ihr nur auf YouTube. Und vergesst natürlich nicht zu abonnieren, ja. Klickt auf Abonnieren und dann läuft es auch. Also, das Gewinnspiel geht darum. Ich habe euch jetzt gesagt, was das alles ist. Ihr solltet das Ganze aufzählen und dann, wer am nächsten dran ist, mir zu sagen, was diese Fleischplatte bei mir im Laden kosten würde, der gewinnt von mir einen 25-Euro-Gutschein. Also haut in die Tasten. Denkt bitte dran, Jungs, wiederholen wir das heute Abend noch, weil es haben vielleicht jetzt gerade noch nicht so viel eingeschaltet. So, schauen wir mal hier noch kurz hin. Oh ja, schaut gut aus.
in die GoPro. Ah, da oben sind wir. Alle, ja, schaut im Moment ganz gut aus. Heute hat uns der Dr. Michael Fraß, unser Wirtschaftsreferent, nochmal kräftige Unterstützung geleistet. Richtig geil. Wir haben bestimmt in Nürnberg bald das einzige Bratwurstgässle Deutschlands. Das wird bestimmt richtig gut. Also, wie kommen wir denn jetzt zum perfekten Steak? Ja, das ist so die Frage. Wir müssen erstmal eine Auswahl treffen. Die Bratwürste machen mich ganz nervös, sorry, aber da müssen wir jetzt mal hin. Und ihr müsst jetzt, glaube ich, ein bisschen was in die Backen bekommen. Aber was freut ihr euch denn am meisten heute überhaupt? Die Nummer 5, die wird. Die ist so angepriesen und... Ja, nur weil es mein Liebling ist, ja, heißt es ja noch nicht, dass es es wird. Du bist jetzt Sommelier, also. Habe ich gehört, also von daher. Wie grillt ihr zu Hause am liebsten? Was lieber so direkt, indirekt, so mit Biefer von oben, von unten oder von hinten, von vorn oder? eigentlich mit dem Biefer schon direkt gerne. Und dann am Ende ein bisschen nach. Also den haben wir auch da drüben stehen. Der wird heute auch laufen. Da drüben hier im Eck, seht ihr, der läuft auch schon heiß. Hier unten glüht schon rot. Ja, da können wir heute auch noch ein paar Steaks karamellisieren. Werden wir jetzt dann nach und nach auch machen. Grundsätzlich bei einem perfekten Steak, meiner Meinung nach ist am wichtigsten, dass ihr das Fleisch relativ gut temperiert. Heißt, nie eiskalt auf den Grill werfen. Also unser Fleisch steht jetzt bereits eine Stunde draußen. Bei den Temperaturen ist das völlig ausreichend. Die Stücke sind auch nicht ganz so groß. Da können wir dann eine gleichmäßige Karamellisierung auf der Oberfläche erzeugen und dann wird es auch richtig gut. Ja? Wie macht ihr es zu Hause? Schreibt es mir in die Kommentare und wir fangen jetzt, ja, nachdem meine Gäste und die Regie ein bisschen was in die Backen bekommen haben, weil die Bratwürste sind ja fertig. Dirk, bevor du jetzt hier noch servieren anfängst, wollte ich mal fragen noch, wie sieht es denn eigentlich mit Steaks überhaupt aus? Braucht man da einen speziellen Anlass oder sind die auch gut für spezielle Anlässe überhaupt? Oder sagen, nee, das kann man auch einfach so machen. Wie ist denn das? Erklär das mal bitte. Also ich bin der Meinung, grundsätzlich ein Steak hat immer einen, vor allem jetzt die Steaks, die wir hier auf der Platte haben, hat eigentlich immer einen besonderen Grund, den wir da brauchen. Weil Fleisch ist ja was Besonderes, ist was Wertzuschätzendes und da sollen wir, das sollten wir nicht einfach so jeden Tag essen, sondern das soll eigentlich was sein, was wir, ja, feiern. Ja, eine gewisse Zeremonie daraus machen. Das ist auch ganz wichtig, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, um euer perfektes Steak auch zu Hause zuzubereiten. Ja, das brauchen wir einfach. So, jetzt muss ich mal oben ein bisschen aufmachen, weil hier wird es doch ein bisschen rauchig. Aber dann werden wir gleich Abwilde schaffen. So. Da haben wir das schon geklärt. So, also. Aber Dirk? Ja? Heißt es dann, Steak wäre auch gut zu Weihnachten oder sagst du da, nee, da lieber doch Geflügel oder wie? Steak ist gut zu jedem Anlass. Also wenn es jetzt an Weihnachten sein muss, lieber esst er an Weihnachten da oben? Ja. Ah, da oben ein geiles Steak, ja. Und feiert es zu Hause richtig, als dass er, ja, wie soll ich es jetzt vergleichen, nicht selber an Weihnachten kocht mit der Familie, ja. Also ein Steak eignet sich für jedes Hochfest, ja. Und es ist auch, egal ob das einmal unter der Woche ist oder an Weihnachten oder an Ostern. Aber vielleicht habe ich auch den Wortwitz nicht verstanden, Erdschan. Nee, da war noch gar kein Wortwitz. Aber ich wollte noch erzählen, ich habe da meine Journalistenkünste auch mal rausgehauen und ein paar Enten befragt und 9 von 10 Enten empfehlen tatsächlich Steak zu Weihnachten. Ah, okay, alles klar. Die Enten empfehlen das. Ja gut, also bitte für euch auch die Bratwurst, teilt sie euch bitte brüderlich. Gut, dass die Enten es empfehlen, kann ich mir gut vorstellen. Wir bereiten jetzt das erste Steak zu. Hier die Nummer 1. So schaut's aus. Ich hoffe, ihr habt euch noch gemerkt, was es ist. Bei dem Steak werden wir es jetzt halt erstmal ganz klassisch vorwärts machen. Heißt, wir grillen es an auf der heißen Fläche, je nachdem, wie lange es braucht. Also wenn wir es jetzt eiskalt auf den Grill geben, oder was heißt kalt auf den Grill geben, das erste Mal wird länger brauchen, als wenn wir es dann die erste 90 Grad Drehung machen und dann die nächste 180 Grad Drehung. Aber jetzt rede ich nicht lang, jetzt zeige ich es euch einfach. Das ist jetzt halt das Teilstück, das ihr euch natürlich merken solltet, weil für unser Gewinnspiel, ich gebe jedem, also ich lege es jetzt nochmal hin, jedem, der entweder genau oder einem, der am nächsten an den Gesamtbetrag dieser Steakplatte hinkommt, ja, und mir sagen kann, welche Cuts das hier sind, ja, einen 25-Euro-Gutschein. Also,
Wir fangen mit Nummer 1 an. Das wird jetzt direkt gegrillt. Das ist jetzt ein eher, ja, sag ich mal, meistens magerer Muskel oder magerer Special Steak Cut, der aber sehr, sehr geschmacksintensiv ist. Nochmal zur Erinnerung, diesen Cut gibt es nur einmal im Tier. Grundsätzlich ganz wichtig bei den Steak Cuts ist, vor allem bei den Special Steak Cuts, damit ihr die immer schön dünn gegen die Faser aufschneidet, nachdem ihr es zubereitet habt. Weil, wenn ihr eine lange Muskelfaser, also auf der langen Muskelfaser herumkaut, wird das oftmals bei diesen Special Cuts sehr bissfest oder bissig. Ja, und das müssen wir auf jeden Fall vermeiden. Deswegen ist das Aufschneiden auch eins der wichtigsten, ich sag jetzt mal, handwerklichen Sachen, die ihr machen müsst, um das perfekte Steak auch auf den Teller zu bringen. Ich meine, wir haben heute Filet dabei, wir haben heute Ribeye dabei, wir haben heute eine geile Hüfte dabei. Ich sage euch ganz ehrlich, da spielt es eigentlich keine Rolle, wie ihr die aufschneidet. Meinetwegen nehmt ihr die auch im Ganzen, da könnt ihr auch so runterbeißen. Das sind einfach die zartesten Muskeln im ganzen Tier. Aber wenn wir Teilstücke haben, die eben nicht ganz so zart sind von Natur aus, dann müssen wir da einfach durch den Gargrad, also unsere Garmethode und das Endergebnis und das dünne Aufschneiden einfach ein bisschen entgegenwirken. Okay? Dirk, und hast du da einen speziellen Namen für diese Steakplatte da eigentlich? Special Selection, keine Ahnung. Also ich hätte ja United Steaks of Freiberger genannt, aber das ist ja deine Sache. Okay, alles klar. Also dann machen wir noch die United Steaks. Also die International United Steaks of Freiberger. Das ist doch gut. Das machen wir so. Wir sind ja da quer durch Europa unterwegs. So, also wenn ihr das jetzt so anschaut, wir haben die jetzt praktisch einmal angegrillt. Jetzt bleiben wir auf der gleichen Seite und drehen das Ganze um 90 Grad. Das war das, was ich vorhin gesagt habe. 90, 180, 90 und dann haben wir es von allen Seiten mit einem schönen Branding versehen und auch angegrillt. Wenn wir jetzt wechseln, dann müssen wir auch immer schauen, dass wir eine neue Stelle auf dem Rost nehmen, weil die gleiche Stelle ist abgekühlt, weil dadurch war, da war ja das Fleisch gerade draufgelegen. Deswegen gehen wir jetzt dann nebendran, drehen um 90 Grad und haben automatisch dann wieder einen richtig schön heißen Rost, der uns das Ganze dann auch wieder schön brandet. Denkt an unser Gewinnspiel, schreibt mir in die Kommentare, welche Cuts wir hier auf der Platte haben. Und ja, was noch wichtig ist, nicht nur alle Cuts nennen, es sind 8 Stück insgesamt, sondern ihr müsst natürlich auch sagen und möglichst nah dran kommen, wie teuer ist diese Platte heute Abend. Unsere Versuchskaninchen, die sind jetzt schon heiß. Die haben von mir jetzt gerade eine Freibierbratwurst bekommen. Warum? Wenn ihr ein Steak esst, nicht ganz hungrig rein, weil sonst weiß ich, das erste Steak ist immer richtig gut, ja, weil ihr so hungrig seid. Da schmeckt es einfach ganz anders, da gehen die Geschmacksknospen anders auf. Und später, deswegen haben wir auch das, ja, ich sag jetzt mal meiner Meinung nach Beste dann zum Schluss, weil die Highlights, die müssen sich dann noch richtig anstrengen. Wenn man mit denen gleich am Anfang anfangen, hat nichts anderes eine Chance dagegen. Was ist denn euer Lieblingssteak? Wie schon gesagt, schreibt es mir in die Kommentare und vergesst nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Das ist auch noch ganz wichtig. Ja, deswegen machen wir das heute hier auch, damit wir ein bisschen Entertainment haben für euch. Wir grillen jetzt hier mal noch ein bisschen weiter. Habt ihr eigentlich schon Hunger da hinten, oder? Oh ja. So, jetzt kommt die 180-Grad-Drehung. Also die drei sind ja vorhin gekommen und haben die Platte gesehen und haben gesagt, naja, irgendwie ist das schon ein bisschen wenig, ne? Also von daher werden wir jetzt dann schon sehen, wie lange sie durchhalten. Grundsätzlich denkt einfach dran, 8 Steaks im Durchschnitt 250 Gramm geteilt durch 3, ne? Dann könnt ihr ausrechnen, was ihr heute Abend zu verzehren habt. Vielleicht helfen euch die zwei Jungs noch in der Regie ein bisschen, aber naja, vielleicht bleibt auch nichts für die übrig. Gut, also wir grillen gerade diesen Special Cut, den wir danach schön, also grillen den gerade vorwärts, den tun wir danach in dünne Streifen aufschneiden und dann, wie schon gesagt, wird die erste Verkostungsrunde eingeleitet. Währenddessen haben wir auch hier die Nummer 2, die können wir jetzt gleich ein bisschen rückwärts machen. Wisst ihr noch, was das war? Ich gebe euch noch einen Tipp fürs Gewinnspiel, wer nicht aufgepasst hat. Tree-Tip, Bürgermeisterstück.
Wisst ihr, wo das herkommt? Habt ihr eine Ahnung? Das ist ein Teilstück aus der Keule und das ist immer das marmorierteste in der ganzen Rinderkeule. Also von den ganzen Teilstücken, egal ob das jetzt Nuss ist, Oberschale, Hüfte, auch Picanha, das Bürgermeisterstück hat einen schönen Fettdeckel normalerweise drauf, wenn das Tier in Ordnung ist, und eine schöne intramuskuläre Einlagerung. Das legen wir jetzt erst einmal indirekt ein bisschen mit drauf und lassen das ein bisschen ziehen. So, hier geht es jetzt wieder zurück auf den Startpunkt. So. Und jetzt müssen wir einfach nur noch ein bisschen Geduld haben. Dann geht es weiter. Als großes Problem sehe ich, ich als Fleischsommelier möchte ja praktisch, dass wir möglichst das ganze Tier zu Steak machen. Ja, ich zeige euch mal schnell die Batter. Die schaut auch immer ganz, ganz erschrocken zu, was ich da alles auf den Grill schmeiße. Die haben wir jetzt hier. So schaut die aus. Und es ist grundsätzlich möglich, alles, was in der oberen Hälfte des Tieres ist, kurz zu braten. Ja? Das Problem in Deutschland ist allerdings, dass wir sehr fixiert auf die Zartheit von dem Muskel sind. Und deswegen kommen für uns grundsätzlich oder meistens, ja, weil wir nicht wissen, wie wir damit umzugehen haben oder vielleicht auch die falschen Tiere auswählen, immer nur 3 bis 4 Steak Cuts in Frage, die wir kennen. Welche sind es? Frage ins Publikum. Roastbeef, Filet. Hüfte. Und Entrecote Ribeye. Also das sind diese 4 Cuts. Das sind die 4 Cuts, die wir in Deutschland eigentlich wirklich am meisten brauchen, die wir am meisten einfach kaufen. Ja? Und da müssen wir einfach weg davon. Deswegen haben wir heute auch die Hälfte, ja, wenn ich es jetzt so nachrechne, die Hälfte an Special Cuts. Wir haben jetzt nicht nur Entrecote aus den USA, Entrecote aus Australien, Entrecote vom fränkischen Dry-Age Entrecote und was weiß ich was. So können wir das natürlich auch machen. Wichtig ist auch, bei den verschiedenen Muskelpartien haben wir auch im gleichen Tier immer auch einen anderen Geschmack drin. Heißt, schon allein wenn wir die Muskelpartie im Tier wechseln, haben wir eine andere Geschmacksintensität, eine andere Marmorierung und dadurch auch ein ganz anderes Steak-Erlebnis. Ja? Darum geht es heute im Übrigen auch, ne? Damit ihr einfach mal seht, okay, das was wir jetzt hier machen und was wir hier probieren, jedes Steak schmeckt anders. Wichtig ist, ich wette mit euch, alles was die heute probieren, wird ihnen richtig gut schmecken. Es ist einfach nur anders. Irgendeins wird vielleicht herausstecken, ihnen besonders gut schmecken, weil sie einfach sagen, das war jetzt genau das. Der eine mag zum Beispiel einen Fettrand am Steak, der andere mag es intramuskulär extrem stark marmoriert. Ja? Bei dem anderen ist das Allerwichtigste, dass er es mit der Zunge zerdrücken kann. Ja? Und bei dem anderen ist der Gargrad vielleicht wichtiger. Aber es gibt so viele Faktoren, die auch persönlich, subjektiv mit reinbauen oder reinfallen, damit man grundsätzlich nicht sagen kann, das ist das perfekte Steak. Und es kommt noch dazu, auch die Einflüsse von außen spielen eine große Rolle. So, jetzt schauen wir mal kurz rein. Das hört sich nämlich eigentlich ganz gut an. Also mein Fingerthermometer sagt, dieses vordere flache Stück ist schon fertig. Ich zeige euch auch, woran ich das sehe. Das hintere können wir noch ein bisschen dran lassen. So, schaut gut aus. So. Schaut mal das an. Können wir da nah hingehen? Oh ja, mach's mir. So, wenn ihr jetzt das anschaut, da kommen bereits die ersten Tränen raus. Ich lege das mal ein bisschen hoch, dann laufen die runter. Aber das Steak sieht man jetzt schön in der Kamera. Es glänzt schon so schön. Ja? Das ist jetzt ein kleines Stück von diesem Special Cut. Wie schon gesagt, denkt ans Gewinnspiel. Wer heute aufzählen kann, welche 8 Cuts wir hier auf der Platte hatten und wie viel oder möglichst nah dran kommt, wie viel diese Platte wert ist, der bekommt den 25 € Einkaufsgutschein von mir. Kommentiert bitte in YouTube. Kommentieren die schon fleißig oder jammern die nur rum? Ja, okay, alles klar, die jammern nur rum. Also, wenn ich so ein Steak... Es waren auch schon die ersten Schätzungen da, also im wahren Wert auf jeden Fall. Ja, lass mal hören, was haben sie geschätzt? 320 vom Tim und 270 vom Powerfranken. Okay, alles klar, ja. Ich sage jetzt mal nichts dazu. Also,
wenn ich so ein Steak vom Grill nehme, dann schaue ich es mir erst einmal an, dann nehme ich meinen Finger, dann drücke ich drauf und denke mir, aha, okay, schaut jetzt gut, der Widerstand wird ja je weiter wir garen, immer größer. Und zum anderen, ich weiß nicht, kann man das jetzt sehen hier, ist jetzt glaube ich ein bisschen schwierig da über die Entfernung, es gibt immer so Stellen, da tritt dann Fleischsaft aus. Je mehr Fleischsaft austritt, desto weiter ist es gegart, weil je weiter wir garen, desto mehr Bratverlust haben wir auch. Das Steak glänzt jetzt schon richtig schön von allen Seiten. Das passiert jetzt einfach während der Ruhephase, während wir praktisch diese Fleischmeditation betreiben. Und das ist auch ganz wichtig, weil auf der Oberfläche, wenn wir das Steak auf dem Grill hatten, haben wir eine sehr hohe Temperatur. Die muss ich jetzt dann noch gleichmäßig im Fleisch verteilen, weil ansonsten ist auf der Oberfläche so eine große Spannung auf den Zellen. Ja, und dann drückt es euch den Fleischsaft, wenn ihr reinschneidet, raus. Es spritzt dann richtig und auf dem Teller ist es dann nicht so optimal saftig. Und auch von der Konsistenz ist es nicht ganz das, was es sein könnte. Deswegen immer noch kurz warten, je nachdem wie groß das Stück ist, je nachdem wie die Außentemperatur ist. Und einfach nur genussvoll auf das Steak freuen. Das ist mal ganz wichtig. Und dann... Ja. Hast du euch schon mal ein Steak verkackt? Sei ehrlich. Ja klar, mein allererstes Dry-Age-Steak, da kann ich mich noch voll dran erinnern. Das habe ich hier, wir haben doch 2013 haben wir hier aufgemacht und da habe ich mir den ersten Dry-Age-Drücken da rausgeholt. Das waren so richtig krass marmorierte Ferse. Und ich habe mich den ganzen Tag schon gefreut drauf. Das war so ein richtig schöner Sommertag im September und den ganzen Tag habe ich mich darauf gefreut, habe das Steak schon rausgelegt mittags, habe es den ganzen Tag, es war ein Papier gelegen in der Küche hier und habe es den ganzen Tag gestreichelt. Dann bin ich heimgefahren am Abend, habe meinen Gasgrill volle Kanne auf, habe meine Schuhe noch nicht ausgezogen, habe mein Steak draufgeschmissen, habe mir gedacht, okay, jetzt holst du dir noch ein Bier, ja, habe mir das Bier geholt und wie ich wiedergekommen bin, stand das Steak und der ganze Grill, alles in Flammen und End vom Lied war, ich habe nur noch auf einem Stück Asche am Knochen rumgebissen. Ganz wichtige Regel, nehmt euch Zeit, verschafft euch Ruhe am Grill, ansonsten wird euer Steak nichts. Und das, ich spreche da einfach aus Erfahrung. Okay? Das war dann ein sogenanntes Mistake, oder? Ja, es war ein Mistake sozusagen. Genauso schaut es aus. So, also jetzt schneiden wir mal das gute Stück auf, schauen wir mal, wie es ausschaut. Ich kann mal reinschauen lassen, so schaut es aus. Ich würde jetzt sagen, das ist jetzt erstmal für die Regie da, das erste Stückle da, damit ihr nicht zu viel redet. Ach so, das, nee, das machen wir jetzt. Das ist jetzt für euch. So, jetzt haben wir mal einen gelungenen Auftakt. Wir schauen jetzt mal noch schnell nach innen. Das ist jetzt für euch. So, hier hinten seht ihr, ganz langsam temperieren wir hier unseren Kianina Special Cut. So. So, schaut gut aus. Jungs, ihr dürft mal euch ein bisschen satt essen, damit ihr nicht immer so komische Enten-Aussagen treffen müsst. So. Also. Das ist jetzt der erste Special Cut und hier sieht man jetzt auch ganz schön, wie der dann jetzt hier zu glänzen anfängt. Bei so einem Special Cut ist es auch ganz wichtig, dass ihr es grundsätzlich ein bisschen weiter gart. Weil so ein Special Cut ist von sich aus eher ein bissfester Muskel und je weiter wir garen, desto zarter wird unser Steak. Wichtig ist, je weiter ihr gart, desto weniger Saftigkeit habt ihr auch gleichzeitig im Steak. Also ihr müsst immer eine, ich sag jetzt einmal, eine Abwägung machen, kommt es mir beim Steak auf die Zartheit an, will ich die betonen, dann gare ich ein bisschen weiter oder kommt es mir auf die Saftigkeit an, weil mein Steak bereits zart ist. Soll heißen, bei einem Filetsteak gehen wir immer, ich sage jetzt mal an das Minimum des Gargrads, was möglich ist, weil ein Filetsteak ist immer zart, aber jetzt zum Beispiel so ein Special Cut wie dieser hier, wie schon gesagt, denkt dran, wir brauchen 8 Special Cuts und den Preis der Platte fürs Gewinnspiel. 25 Euro Gutschein steht im Raum. Und jetzt spanne ich mal meine Versuchskaninchen da hinten nicht länger auf die Folter.
So. Dirk? Ja? Der gute Andolin hat uns geradet und hat uns 41 Personen zugesendet. Vielleicht möchtest du die begrüßen. Ja, servus zusammen. Geradet, da kann ich euch nur begrüßen. Wir machen jetzt hier mal ein kleines, wir suchen das perfekte Steak. Ich habe hier ein paar Versuchskaninchen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben auch ein kleines Gewinnspiel für euch. Und zwar, also das ist jetzt schon mal zum Sattessen für euch, ne? Ich meine, Andolin ist auch hier übrigens. Andolin ist auch hier, ja, servus Andolin. Schön, dass du da bist. Da freue ich mich. Das ist ja, da wäre ich ja gleich ganz aufgeregt, wenn da die ganzen großen Twitch-Stars da gleich mitmachen. Also, das war jetzt ein wenig viel. Naja, ihr werdet es schon vertragen. So, ich verteile mal schnell an meine Gäste. Komm gleich wieder. So. Na, ich gebe dir mal das. Das ist ein wenig mehr. Nicht ganz optimal, aber. Lass dir schmecken. Also, wie schon gesagt, merkt euch, versucht euch zumindest zu merken. Ich weiß, es wird jetzt dann ziemlich schwer, am Ende von 8 Cuts dann noch zu sagen, was euch da am besten geschmeckt hat oder nicht. Ich probiere jetzt auch mal mit. Habt ihr auch schon probiert, oder? Wow. Was sagen unsere Gäste eigentlich dazu? Zeige am besten nur die hübsche Frau da. Das passt. Die hässlichen Kerle, die brauchst du nicht zeigen, da. Die will keiner sehen. Schmeckt sehr lecker, ja. Und nach was? Ich will gar nichts dazu sagen, weil ich will weiter essen. Es ist super zart. Das ist aber keine Geschmacksrichtung, nee, das ist noch ganz wichtig. Das ist es nicht, aber es ist einfach nur. Ich wollte jetzt schon wow sagen, das ist einfach nur lecker. Wir haben uns ja auch committed. Ja. Ja, okay, alles klar. Gut. Wie schon gesagt, wir haben jetzt schon das zweite Steak drinnen, das machen wir jetzt halt indirekt. Ihr dürft jetzt in Ruhe einfach mal weiter essen. Bei der Rückwärtsgarmethode geht es darum, langsam die Temperatur in das Steak reinzubekommen und zum Schluss erst die Kruste drauf zu machen. Ist bei relativ dicken Steaks, vor allem Steaks mit Knochen, wie zum Beispiel Tomahawk, Porterhouse, T-Bone Steak, meiner Meinung nach die beste Methode, weil dadurch, dass ihr am Anfang es schön langsam reinbekommt, die Temperatur, habt ihr danach ein schönes rosa Steak innen drinnen und außen ja, eine schöne, krosse, crunchy Kruste. Also von daher wirklich auch mal schauen, dass ihr das mal ausprobiert, falls ihr das noch nicht machen solltet. Rückwärts ist vor allem auch sehr entspannt und sehr lässig, weil wenn ihr jetzt dann ein Thermometer reinsteckt, dann könnt ihr das wirklich ja, ganz entspannt drinnen lassen, bis der Thermometer sich meldet und dann in den Beefer rein oder auf eure ja, heißeste Zone in eurem Grill und dann ist euer Steak auch unmittelbar danach gleich fertig und am perfekten Gargrad mit einem schönen großen rosa Innenleben und einer schönen krossen Kruste. Das machen wir jetzt auch. Wir gehen jetzt hier nochmal zu unserem Gustus. Meiner Meinung nach zurzeit der beste Beefer, besser gesagt Oberhitzegrill, den es gibt. Hier haben wir unsere Platte. Es ist durchaus so, dass wir bei dem Oberhitzegrill den Rost nicht temperieren vorher. Geht jetzt darum, wir wollen praktisch die Karamellkruste von oben durch die Oberhitze erzeugen. Und machen das nicht von unten mit dem Grillrost, sondern nur noch von oben. Ja? Also das heißt, da gehen wir jetzt halt mit dem Steak drauf und geben das dann da in den Grill rein und machen das dann nur über die Höhe. Wenn wir auf oberster Schiene sind bei dem Oberhitzegrill, dann arbeiten wir da ca. mit 900, 950 Grad. Auf unterster Schiene in dem Grill sind wir nur noch bei 350, was aber auch noch sehr, sehr viel ist. Okay, also. Ja, ist immer cool bei den Beefern. Chintau nennt ich übrigens Meatpool. Meat was? Meatpool. Ja, geile Nummer. Gefällt mir. Was immer gut ist an diesen Beefern, dass immer ein Flaschenöffner am Halter dran ist. Also, ich sag jetzt erstmal Prost. Lasst euch die Steaks zu Hause auch schmecken, wenn ihr zuschaut. Unsere Gäste, also unsere Versuchskaninchen, denke ich, werden das ganz gut hinbekommen heute. Denkt bitte auch noch ans Gewinnspiel. Wir haben 8 Cuts, ja.
Ich brauche den Preis der Platte und wer am nächsten dran ist, der gewinnt einen 25-Euro-Gutschein von mir. Also von daher nicht vergessen, fleißig in YouTube zu kommentieren. Also jetzt lasse ich mir erstmal schmecken, Prost. Wer mich kennt, weiß, es ist alkoholfrei. Also ihr braucht keine Angst haben, dass ich jetzt dann gleich zu lallen anfange, weil ich trinke keinen Alkohol, aber nur so am Rande, nicht, dass ich auf dumme Gedanken kommt. Okay? Also. Ich weiß, dass du das Etikett ausgetauscht hast. Brauchst gar nicht zu sagen hier. Ja, klar. Ich hab's dich vorhin gesehen. Ich merk's schon. Mir ist schon ganz schwummrig. So. Also, schaut's euch an. Unser Steak ist jetzt rückwärts vorgegart. So schaut es aus. Im Prinzip schaut das Steak jetzt aus wie so leicht gekocht. Ja? Also, das ist jetzt unser Steak. Und damit gehen wir jetzt so richtig mit voller Power auf den Beefer drauf. Und da haben wir dann natürlich auch unseren Spaß. So. Ich gehe mal ein bisschen mit meinem Mikro dahin. Ist nur ziemlich heiß. Hört sich an wie Popcorn. Knistert natürlich richtig schön. Wenn ihr übrigens Fragen habt zu eurem Steak, wie ihr es zubereiten müsst oder so, schreibt mir einfach ein paar Kommentare unten rein. Meine Jungs hinten lesen das und stellen mir die dann. Also gerne fleißig kommentieren. Ich wette, normalerweise müsst ihr heute beim perfekten Steak auch noch eine ganz wichtige Frage sein. Salz. Wann salze ich? Das ist jetzt eine Kruste, das bekommt man eigentlich so mit einem Beefer eigentlich als einziges hin. Das ist bei den anderen nicht so einfach. Vor allem in der Geschwindigkeit nicht. So. Ja, also so Popcorn fällt mir. Wir waren gerade beim Salz. Wann salzt man? Das ist noch eine Frage. Wie macht ihr es zu Hause? Ich behaupte, es gibt drei richtige Methoden. Es gibt nicht nur die einzig wahre Methode, sondern es ist auch im Prinzip eine gewisse Glaubensrichtung. Ja? Je nachdem, wie man da gerade drauf ist oder was man für richtig hält oder bei wem man es gelesen hat oder gesehen hat. Ich möchte das jetzt wirklich mal versuchen, auch von allen Seiten schön anzugrillen. Deswegen legen wir es jetzt auch nochmal. Das wird ein bisschen zu hoch. Nur noch ein bisschen runter. Ich habe den für euch jetzt so gestellt, dass ihr reinschauen könnt. Aber für mich ist der natürlich so nicht optimal, wenn ich da um die Ecke arbeite. Ne? Aber deswegen bitte entschuldigt, wenn ich mich da manchmal ein bisschen komisch anstellen. So, also die Oberseite machen wir jetzt noch und dann die Fettseite zum Schluss und dann haben wir da den nächsten Gang für euch. So. Aber ich glaube, die Zange könnte länger sein, weil es wird ganz schön heiß. Ah. Also für Rindersteaks empfehle ich definitiv keine Marinade. Also es gibt kaum einen Muskel, wo ich es wirklich, wie soll ich sagen, ja, für gut beheißen oder für gut befinden kann. Bei jedem Steak eigentlich nur Salz, weil wir haben jetzt heute 8 verschiedene Cuts. Die kommen aus verschiedenen Ländern, ja, die kommen von verschiedenen Tieren, von verschiedenen Rassen, sind in verschiedenen Reifemethoden mit verschiedenen Marmorierungen. Und wenn wir das jetzt mit Marinade zuklatschen, dann wette ich mit euch, es ist eigentlich egal, ob wir das Kagoshima Filet nehmen, ob wir das Kianina Bürgermeisterstück nehmen, ob wir das Angus Hanging Tender nehmen oder ob wir das Flat Iron von Wagyu Frankenhöhe nehmen. Es wird dann zum Schluss alles gleich schmecken. Und deswegen, ja, wenn wir uns schon so, wie soll ich sagen, so geile Steaks geben, ja, und wenn wir so viel Wert drauf legen, einen Unterschied zu schmecken, ist so ein, ist so eine Marinade einfach nur eine Verschwendung. Was anderes finde ich jetzt grundsätzlich, wenn wir jetzt zum Beispiel so, ich sage jetzt mal das Übliche nehmen, wie zum Beispiel jetzt ein ganz normales Schwein oder so, da muss ich ganz ehrlich sagen, ist es vielleicht nicht verkehrt, zwischendurch einfach mal eine schöne Marinade drauf zu machen, einfach um da den Geschmack ein bisschen zu ändern. Neon-Flachgrillen ist ja trotzdem in Deutschland noch das verbreitetste Grillen. Da können wir uns jetzt als Barbecue hinstellen, wie wir wollen, aber Bratwurst, Haltsteaks und Bündle auf den Grill zu schmeißen, das ist eigentlich das, was die meisten jedes Jahr
wiederholt machen. Okay? An so besondere Steaks trauen sich die meisten eigentlich nur, wenn sie bei mir im Grillkurs waren. Nee, stimmt nicht, das traut ihr euch natürlich auch. Aber ich merke einfach, durch die Nachfrage, viel mehr wollen auch Vielfalt auf ihren Grill bringen. Und da sind natürlich solche Steaks auch was ganz, ganz, ganz Besonderes. Ja, haben wir. Also wir machen jetzt zum Beispiel seit diesem Jahr im Rahmen unserer Bratwurst des Jahres auch eine vegetarische Cheesy Gonzales. Also, die könnt ihr natürlich auch bei uns kaufen. Wir haben eine vegetarische Bratwurst, Gemüsespieße, Grillkäsespieße machen wir. Also für die Vegetarier ist eigentlich auch immer noch, wenn die Grilltheke natürlich bei schönem Wetter befüllt ist, auch was dabei. Okay? Ja, das werden wir später noch sehen, aber das ist auf jeden Fall was, was ich am Anfang kurz gesagt habe. Wir in Deutschland sind einfach krass fixiert auf Zartheit. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich die Fleischmeditationsphase nicht, wie soll ich sagen, überstrapaziere, weil ich merke schon immer wieder hinten dann gescharrt wird, ja, damit endlich das nächste Steak kommt. Wichtig ist jetzt, wir haben jetzt auch wieder einen Special Cut. Ich komme jetzt gleich nochmal, erinnert mich nachher nochmal an die Frage. Wichtig ist jetzt bei diesem Special Cut, dass wir das immer schön gegen die Faser schneiden und hier laufen die Fasern jetzt schön, ich sag jetzt mal, entlang dem Steak und hier schneiden wir das jetzt einfach gerade runter. Hört ihr, wie schön diese Kruste oben am Fett, wie die knackt? Ah, genau so muss das sein. Vom Gargrad her sind wir jetzt da bei Medium, Medium Well an den Seiten. Das ist jetzt meiner Meinung nach auch für so einen Special Cut genau die Struktur, die wir wollen. Das kommt ja jetzt von dem Chianina aus der Toskana. Das heißt, die Chianina-Rinder sind ja die größten Rinder der Welt. Wir haben da, ich sag jetzt einmal, ja, ich kriege jetzt da nicht die größten, weil ich keine Jungbullen nehme. Wir haben trotzdem hier nur Fersen und Ochsen, die ich hier beziehe. Das schaut so gut aus, ehrlich gesagt. Das ist jetzt auch noch was ganz, ganz Wichtiges, was ihr euch auch merken müsst. Mmh. Mmh. Damit garantiere ich euch, hat euer Steak jetzt gerade eine Notenstufe nach oben gewonnen bei euren Gästen. Oleg, ist das geil. Oh. Noch kurz, bevor ich serviere, schaut euch jetzt einfach auch mal, das gilt jetzt für euch drei, wir haben jetzt hier zwei verschiedene Gargrade. Einmal Medium Well, einmal Medium hier in der Mitte. Nehmt euch mal ein Steak von außen, also ein Stück von außen und von weiter innen und versucht mal, also geschmacklich wird es gleich sein, aber versucht einfach mal, warte mal, ich muss ein wenig runterhalten, kommt noch viel Fleisch raus, Fleischsaft raus, die Konsistenz zu vergleichen, damit ihr seht, was ich meine. Okay, ich gehe das jetzt einfach mal rüber, bisschen Salz ist dran, oder machst du das? Oh, du machst die Kamera. Gut, also, dann verteile ich das jetzt einfach mal schnell für euch. Also denk nicht, das gebe ich dir jetzt, weil du einfach mal die Konsistenz vergleichen sollst. Ich lache dir jetzt auch ein bisschen weniger, ne? Weil sonst streckst du die Flügel. Ne? Die Jungs, die können schon noch ein wenig. Ist klar, dass ich 1,60 groß bin, oder? Ja, du hast auch gesagt, du hast eine Woche schon nichts mehr gegessen, oder? So, also, bitteschön. Lasst euch jetzt mal schmecken und wie schon gesagt, probiert auch unbedingt die Konsistenz, diese unterschiedliche, die wir bei diesem Medium Well oder ja, vielleicht auch schon leicht Well Done Randstück haben. Hm. Also Dirk, nochmal die Frage von Agarus, warum schwärmen so viele für Ribeye Steak? Jetzt hast du ja kurz Zeit, schätze ich mal. Jetzt habe ich kurz Zeit. Ich schmeiße jetzt zwar noch schnell die Nummer 3 drauf, weil das auch genau zum Thema passt. Zum Ribeye Steak. Die nächsten zwei Steaks sind nämlich Ribeyes. Wir haben einmal die Nummer 4. Das ist ein Dry Edge Entrecote oder Ribeye. Und dann haben wir noch die Nummer 3. Das ist ein Wet Aged Ribeye. Die zwei Steaks habe ich jetzt übrigens vor kurzem
zum Metzger Cup eingeschickt. Ich bin gespannt, was rauskommt. Vielleicht gewinnen wir ja den Preis des besten Steaks in Deutschland oder des besten Ribeye in Deutschland. Ihr werdet es in der neuen Fire and Food lesen. Schaut einfach mal rein, die neue Ausgabe ist demnächst am Start. Jetzt können wir uns das mal genau anschauen. Warum stehen die Deutschen so auf Ribeye? Also, wenn wir jetzt das mal so anschauen, das Ribeye. Eins kann ich euch schon von Anfang an sagen, es ist einer der zartesten Muskeln. Okay? Es ist einer der zartesten Muskeln. Eigentlich sind es immer mehrere Muskelpartien. Wenn wir das jetzt nochmal anschauen, schaltet mal nochmal die Kamera um, entschuldige. Dann haben wir da mindestens zwei Muskelpartien drinnen. Schaut euch das an. Wir haben einmal hier draußen dieses Ribeye Cap. Das wird hier, da sind wir weiter vorne, viel größer. Und dann haben wir noch dieses Auge, das ist das hier drinnen. Hier auch noch im Vergleich. Das hier machen wir jetzt halt einmal wieder rückwärts. Und das hier wird jetzt direkt gegrillt, machen wir auf dem Beefer. Wenn wir schon bei Cuts sind, da gibt es noch eine weitere Frage. Und zwar, welche Special Cuts gibt es denn eigentlich morgen bei dir, Dirk? Also im Laden natürlich. Im Laden? Ich habe morgen Flanksteak, Spidersteak, Hanging Tender, im Schockfroster haben wir noch, also das Skirtsteak ist noch nicht ganz so weit, dann Hanging Tender habe ich frisch und schockgefrostet und ich gehe gerade meinen Kühlraum so durch. Ja, Flat Iron ist auch noch nicht so weit. Das sind jetzt die Special Cuts, die ich habe. Also nochmal Flanksteak, was die Woche noch da ist, aber da sind heute so viel bestellt worden. Wir haben ja im Moment auch den Steak Run. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber der Fleischsommelier Deutschland e.V., das ist der hier, ja, da bin ich ja auch erster Vorsitzender und da machen wir auch als Premium-Partner jetzt bei der Bundesliga mit und im Steak Run. Und da geht es einfach darum, dass wir in 6 Monaten 6 Cuts machen und dieses Monat haben wir auch einen Steak Cut dran. Das ist das Presa, das ist dieses Monat von einem Iberico-Schwein. Da ist jetzt so viel bestellt worden die Woche, dass glaube ich nur noch eins da ist. Mein Bruder hat mich vorhin angerufen, also Presa ist auch noch da. Nächste Woche wird da aber nochmal eine Lieferung kommen, weil das geht immer vom 15. bis zum 15. Also nächste Woche ist dann der Steak Cut Juni Presa vorbei und danach geht es dann mit Pollofino weiter. Es gibt natürlich auch zu jedem Steak Cut beim Steak Run auch ein Video auf unserem YouTube-Kanal. Das könnt ihr euch natürlich immer anschauen, da sind Zubereitungsvorschläge drauf, ja, wo kommt der Cut her, ich zeige euch das beim Fräser zum Beispiel, wie wird er aus dem Hals rausgeschnitten, was fängt man dann damit an, also das ist überhaupt kein Problem, schaut euch da einfach die Videos an, wir haben übrigens viele gute Videos auf unserem YouTube-Kanal und ich bin der Meinung, es haben einfach noch zu wenige diese Videos gesehen, also, wie bitte? Ja, wir haben eigentlich von, also er sagt jetzt von jedem Steak, ich sag von fast jedem Steak haben wir schon Videos auf dem Kanal. Also eine richtige Fülle mit unglaublich vielen Rezeptideen. Deswegen vergesst nicht, YouTube-Kanal abonnieren. Natürlich auch bei Andolin TV auf Twitch den Abonnier-Button drücken und ihn unterstützen. Nochmal danke für die tollen Gäste, die du uns gebracht hast. Ich schaue jetzt mal kurz zu meinem Ribeye. Weil ich will euch natürlich auch zeigen, warum die meisten Deutschen Ribeye so, ja, ich sag jetzt mal, lieben, vergöttern, verehren, ja. Es ist ein Muskel, der auch meistens sehr schön marmoriert ist. Oh ja, das muss man kurz in die Kamera halten. Das muss man sich einfach mal, achso, warte kurz, wenn du da bist, dann kann ich das so machen. Jetzt ist schon vorbei. Das war zu langsam. Aber wir haben noch eine zweite Seite. Das sieht man jetzt halt, wenn man da so drüber geht, da ist es dann so, hört ihr das? Genau so ist es halt mal Beefer. So, jetzt gehen wir auf die andere Seite. Da machen wir dann das gleiche nochmal. So. Das Ribeye ist sehr schön marmoriert. Dadurch behält es auch sehr gut seine Saftigkeit. Ich werde jetzt da hinten einfach unsere Versuchskaninchen auch gleich jetzt in der nächsten Runde einfach mal ein bisschen testen. Wir gehen jetzt von dem Gargrad weiter runter, weil wir haben jetzt ein Wet Aged, ja, da ist schön viel Saftigkeit drinnen.
Die Zartheit sollte auch da sein. Dafür gehen wir jetzt einfach vom Gargrad eher weiter runter. Gehen wir auf Medium, Medium Rare, eher in dem Bereich so 52 Grad. Und da sollte noch genügend Zartheit da sein, aber besonders viel Saftigkeit. Was jetzt allerdings durch diese schöne Marmorierung, wir haben dann einen Beef Marbling Standard, das heißt immer BMS, Beef Marbling Standard, von ungefähr 6 in dem Steak, vielleicht sogar eine 7. Und da kann es durchaus sein, wenn das jetzt nicht unbedingt ein japanisches Wagyu ist, dass es vielleicht auch gegenträglich ist. Also das heißt, normal sollte man das eigentlich ein bisschen weiter garen, was jetzt auch wieder eine Begründung ist, warum viele Deutsche das, ich sag jetzt einmal, Ribeye so mögen. Ja, ja, wir müssen es wenden oder rausholen zumindest. Noch ganz kurz, noch ganz kurz. Weil, wenn, also ich behaupte jetzt grundsätzlich, die meisten Deutschen können nicht so gut Steaks grillen. Und da möchte ich jetzt keinem zu nahe treten, das ist einfach so, weil wir oft einfach denken, je heißer, desto besser. Ja, ist nicht immer der Fall. Ja, manchmal kann es schon so sein, aber ist wirklich nicht immer so. Und wenn wir halt dann immer zu viel Hitze draufgeben und es übergaren, dann ist natürlich so ein schön marmoriertes, durchwachsenes Steak auch sehr, wie soll ich sagen, dankbar dann teilweise dafür und behält trotzdem noch eine schöne Saftigkeit drinnen. So. Ich weiß nicht, sieht man das? Oh, jetzt ist es abgestürzt. Und es fällt schon fast auseinander. So. Gut. Abgerutscht. Also, jetzt haben wir wieder, wie schon gesagt, unser, da sieht man jetzt auch, wie schon gesagt, diese zwei Muskeln, die da auseinanderfallen, die nebeneinander sind. Hier kommt jetzt eigentlich noch der dritte Muskel, weil das eigentlich eins der ersten Steaks von vorne vom Hals ist. Vom Gargrad her, wie schon gesagt, medium rare. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und jetzt müssen wir das Ganze dann noch, wie schon gesagt, Fleischmeditation, bisschen ruhen lassen. Wenn wir jetzt so reinschauen, oh ja, das ist richtig gut. Das lassen wir jetzt einfach mal noch ein bisschen kurz ruhen und dann gehen wir da drauf. Bei dem Dry-Aged Entrecote, was wir jetzt da drinnen haben, da wechselt das Ganze jetzt ein bisschen. Ja? Da ist es jetzt dann so, dass wir durch den langen Trocknungsprozess, also wir haben ja mindestens 35 Tage unser Dry-Aged trocken gereift, dass wir da jetzt einfach schauen, dass der Gargrad wirklich weit unten bleibt, auch wenn es schön marmoriert ist, weil wir brauchen da sehr, sehr viel Saftigkeit drinnen. Ja? Bei dem Steak kann man jetzt drüber streiten. Hier haben wir zwar Zartheit drinnen, aber durch diese krasse Marmorierung oder durch diesen hohen Fettanteil können wir da auch weiter hochgehen. Aber beim Dry Age gibt es eigentlich keine Alternativen. Da müssen wir mit dem Gargrad einfach immer weiter nach unten gehen. So, dadurch, dass wir es jetzt nur außen angekrustet haben, jawohl. Ihr merkt auch, diese edlen Cuts schneide ich jetzt halt immer schön dünn auf, weil wenn ihr das nämlich in dem Gargrad macht und dann auch wieder dicke Stücken schneidet, überlegt euch einfach, wie ihr euch fühlt oder wie es ist, auf einem rohen Stück Gulasch rumzukauen. Ja, ich meine, wir haben jetzt hier kein Gulaschfleisch, sondern wir haben hier die zartesten Teilstücke vom ganzen Tier. Aber wenn man auf einem rohen Stück Gulasch rumkaut, hat man jetzt eigentlich nicht so den Spaß, ja, da sind wir dann eigentlich wieder in der Steinzeit. So, schön medium rare, haben wir jetzt hier. Seht ihr das? Hm. Habt ihr noch Hunger? Der Flo macht schon Freudentänze. Ah. Oh, richtig gut. Richtig gut. Und der Gargrad. Richtig gut. So. Ja. Du hättest auch einfach nur eine hübsche weibliche Bekleidung mitbringen müssen, dann hättest du auch Erfolg gehabt. Aber wie schon gesagt. Danke, danke fürs Mobben. So, also ich bin gespannt, was er sagt.
Okay, wow. Mhm. Also es ist immer gut, wenn die Gäste nichts sagen, weil wenn sie nichts sagen, dann sind sie gerade mit Genießen beschäftigt. Wir haben ja jetzt gerade unser Dry-Aged. Oh Scheiße. Dass das immer im Livestream passieren muss. Naja. Gut. Also wir machen dann doch nichts mehr direkt, weil unser Gasgrill gerade leer ist. Nee. Und dann müssen wir leider den anderen Grill noch bemühen. Dann kannst du währenddessen mal einen Kommentar kommentieren. Und zwar Freak22 kann sich nicht vorstellen, wie schrecklich es sein muss, nach der Show aufzuräumen. Wieso? Bin ich so sauber oder was? Scheint so. Warte mal kurz. So. So. Wieso ist das so schrecklich aufzuräumen? Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir geht es eigentlich auch immer so. Ich liebe ja kochen, ich liebe ja grillen, aber aufräumen ist jetzt ehrlich gesagt nicht so meins. Nee, ich nehme den anderen Grill einfach. Lass ruhig. Aber lass sie da stehen, die brauche ich dann morgen. Okay? Kann ich voll verstehen. Geht mir zu Hause auch nicht anders. Deswegen, ich koche immer am liebsten und meine Frau räumt dann zum Beispiel zu Hause die Küche auf. Das ist immer so eine ganz gute Arbeitsteilung. Bloß immer hat sie da auch nicht Bock drauf. Oh, leck, schaut euch das mal an, ey. Also wir haben ja jetzt halt noch das Dry Age, aber jetzt, wartet mal kurz, dass das nicht so glänzt. Oh. Wisst ihr jetzt, was mein Lieblingscut ist? Wisst ihr, was mein Lieblingscut ist? So, also, wir machen jetzt. Wollt ihr was sagen? Schmeckt's euch oder? Nee, ist nicht erträglich. Ausmachen. So, wir haben das jetzt nur ein bisschen temperiert. Jetzt mache ich es aber so. Jetzt gehe ich hier in den Beefer rein. Ich wollte es eigentlich ein bisschen länger. Ich sag jetzt einmal temperaturmäßig bearbeiten. Aber ich gehe jetzt. Also wir fahren jetzt hier, bloß dass ihr mal ungefähr eine Schätzung habt von der Leistung, die dieser Beefer hat oder dieser Gustos hat. Nicht einmal auf halber, ungefähr auf halber Flamme. Da gehen wir jetzt einfach relativ weit nach unten, lassen das da unten schön ankrusten und dann wird es auch so, dass wir unser Dry-Aged Entrecote gut hinbekommen. Und unsere Picanha haben wir jetzt da wieder drüben auf dem anderen Grill, wo die Gasflasche noch voll ist. Indirekt draufgepackt, da ziehen wir es jetzt auch wieder langsam hoch. Sind jetzt noch irgendwelche Fragen offen, die ich noch nicht mal abgesehen von der Küche aufräumen? Da habt ihr mich natürlich wieder erwischt, dass ich sowas nicht gern mache, aber im Großen und Ganzen muss ich das Geschirr nur reinräumen heute. Aber meine Jungs müssen ziemlich viel Equipment aufräumen, das ist die andere Seite. Übrigens, danke an euch, ihr habt es heute wieder super organisiert, ne, ihr zwei. Ich weiß nicht, wie lange ihr schon dabei geblieben seid. Wir haben hier heute ein Gewinnspiel. Es ging darum, wir haben 8 verschiedene Steak Cuts. Ja? Unsere Versuchskaninchen müssen die alle essen. Also noch ist keins umgefallen. Die schauen alle noch ganz, ganz fit aus, schauen auch alle ganz gut aus. Sagt mir, welche Steak Cuts das waren. Also ich kann es euch jetzt, weil ihr alle so fleißig dabei geblieben seid, nochmal aufzählen. Ich hoffe, ich krieg's noch auf die Reihe. Wir haben die Nummer 1. Was war das? Auweia. Was? Ja, welcher? Also, ihr habt es gehört, der Flo ist schon mal raus, der kann den 25-Euro-Gutschein nicht gewinnen. Wir haben als erstes das Hanging Tender gehabt, das war die Nummer 1. Dann Nummer 2 war Kianina, welches Teilstück, welcher Special Cut? Bürgermeisterstück oder Tree Tip, genau so schaut's aus. Dann kam die Nummer 3. Rib Eye, Wet Aged von der Fränkischen Ferse. Aha, das hat geschmeckt. Gut, jetzt kommt... Jetzt kommt die Nummer 4. Ja, wir haben unser Entrecote. Das ist da gerade im Beefer, besser gesagt im Gustos. Ich sage immer Beefer, im Gustos drinnen vom Kreiselmeier. Grillt da so vor sich hin. Und dann haben wir auf dem nächsten Grill die Nummer 5. Ja, das ist indirekt drauf unsere
Also mein absoluter Liebling wegen der schönen Fettauflage. Wir haben auch 100% Full Blood Wagyu von der Frankenhöhe. Ja? Wenn ihr zuschauen solltet, Servus zusammen. Ja? Was heißt jetzt Full Blood zum Beispiel? Also die Steak Cuts gehen jetzt gleich weiter, ne? Ihr wollt ja am Gewinnspiel mitnehmen. Also ihr müsst mir zum Schluss sagen, was die alle Steaks, alle Cuts gekosten, die auf der Platte gelegen haben. Wer am nächsten dran ist, gewinnt den 25-Euro Gutschein. Dazu müsst ihr aber auf YouTube kommentiert haben, okay? Und natürlich abonnieren nicht vergessen. Abonnieren den YouTube-Kanal Freiberger TV, auch ganz wichtig. Also wir waren bei 100% Full Blood Wagyu. Was heißt das? Bei Wagyu gibt es ja praktisch, ich sag jetzt mal, in den 90er Jahren wurden, ich glaube, ungefähr 10 Tiere, männliche Tiere, aus Japan für wissenschaftliche Zwecke exportiert. Seitdem wurde eigentlich offiziell kein Erbgut mehr aus Japan in den Rest der Welt verfrachtet. Heißt, alle Wagyu-Tiere, die außerhalb von Japan sind, sind abstämmig von diesen 10 Tieren. Wenn wir jetzt ein Full Blood haben, dann ist das was Besonderes, auch was sehr Exklusives, weil Full Blood heißt, es ist eine reine Linie aus reinrassigen Tieren. Heißt, das ist keine Einkreuzung irgendeiner anderen Rasse mit drinnen. Es gibt noch Pure Breed oder zum Beispiel, lest ihr dann auch F1 oder F2. Das sind dann immer Kreuzungen, also wir haben dann zum Beispiel einen Wagyu Bullen, der zum Beispiel dann mit einer Angus-Kuh gekreuzt wird. Die erste Generation wäre dann eine F1-Kreuzung, da haben wir dann 50% Wagyu und 50% Angus. Wenn wir jetzt dann eine F2-Kreuzung hätten, kreuzen wir praktisch bei der zweiten Generation nochmal einen Wagyu-Bullen ein und haben in der F2-Generation dann 75% Wagyu und 25% Angus. Okay? Und so geht es immer weiter und wenn wir dann in der F6-Generation sind, dann heißt es Pure Breed, weil da sind wir ungefähr auf 99,6% Erbgut von dem Wagyu. Okay, also jetzt für euch auch wichtig, die Qualitätsstufen vom Wagyu. Oberste Qualitätsstufe, die unterscheiden wir auch noch in A und B. Ja, da haben wir das japanische Wagyu, da haben wir einmal die Champions Brand oder gebrandet und einmal Non-Brand. Das ist so 1AB, japanisches Wagyu. Dann kommt Wagyu Full Blood, also außerhalb von Japan, die F2 und F1 Kreuzung. Also wenn ihr Wagyu F1 Kreuzung kauft, ist es in Anführungszeichen die niedrigste Qualität von einem Wagyu. So. Also wenn wir jetzt da nochmal, jetzt seid ihr schon weg, warte mal, dann können wir hier drauf gehen. Wenn wir das jetzt so anschauen, das ist jetzt auf der niedrigsten, also mit halber Kraft von oben, auf der niedrigsten Stufe gemacht. Also niedrigsten Einschubstufe mit halber Kraft von oben. Einfach nur ein bisschen Geduld gehabt und dann rein. Aber wie war es eigentlich von der Zartheit her? Hat es euch gestört, dass es so wenig gegart war? Nein, ihr könnt sogar noch ein bisschen weniger. Noch ein bisschen weniger. Ja, ja, also gut, beim Dry-Age machen wir es jetzt dann so, das ist ein bisschen dicker. Da können wir das machen. So, gut. Also, wir waren jetzt gerade beim Wagyu, bei der Nummer 5, bei meinem Lieblingscut, Picanha. Jetzt kommt danach noch die Nummer 6. Da haben wir auch, also 6, also 5, 6, 7 ist alles Full Blood Wagyu von der Frankenhöhe. Ich habe es deswegen reingemacht, weil ich selber essen wollte, weil das so geiler Shit ist. Entschuldigung, aber da freue ich mich jetzt heute schon drauf. Auf jeden Fall. Das war ein erster Cut, mein Lieblingscut, die Picanha, die liegt jetzt gerade indirekt hinten drauf. Dann kommt die Hüfte, dann kommt das Flat Iron. Wisst ihr, woher das Flat Iron kommt? Ist meiner Meinung nach... Muss ich da mal ganz kurz unterbrechen? Ja? Du sagst, der Picanha ist dein Lieblingscut. Haben wir da auch was auf YouTube gemacht? Hast du da mal was gerankt oder so? Ja, haben wir auch schon ein Video gemacht. Gut, dass du mich daran erinnerst. Ich sag jetzt mal, den Panzer mit dem Maschinengewehr verglichen, sondern wir haben da schon ungefähr die gleiche Qualitätsstufe einfach hergenommen. Aber schaut euch das Video einfach an. Da brauche ich jetzt nicht lang drüber erzählen. Schon allein hier werdet ihr sehen, es gibt schon allein bei diesem Cut schon so viele Möglichkeiten, was ihr alles grillen könnt. Die Picanha an sich ist schon so ein vielseitiges Stück, was wirklich auch so aufregend ist.
Ich zeige euch jetzt mal schnell, wo alles herkommt. Die Picanha ist der Hüftdeckel. Die ist hier hinten. Das ist das Stück, was man, wenn man der Kuh hinten auf den Bobbers klopft, immer schön zart klopft. Ja, also immer schön, wenn ihr eine Kuh seht, immer schön streicheln, neben dem Schwänzchen, dann oben ein bisschen schön sanft draufhauen. Dann wird die Picanha auch durchaus besser. Wo kommt jetzt das Flat Iron her? Frage ans Publikum, kommt es von vorne oder von hinten? Also ihr seid auch gemeint, Flat Iron vorne oder hinten? Von hinten, also gut. Ihr habt euch dem Strom angeschlossen und seid in die falsche Richtung geschwommen. Das Flat Iron ist eigentlich die Blattschulter. Die Blattschulter ist das Schaufelstück und kommt von vorne aus der Schulter. Ja, klar, alles gut. Also Flat Iron wird auch oft verwechselt, schaut sehr ähnlich wie Flanksteak aus. Das Flanksteak kommt allerdings von hinten, das ist hier der Bauchlappen. Aber das Flat Iron ist hinten in der Schulter. Jeder, der fränkisches Schäuferle mag, isst auch immer automatisch, in Anführungszeichen, ein Flat Iron mit. Ja, sogar zwei. So, wir schauen jetzt nochmal hier kurz rein. Ich will da noch ein wenig Power oben drauf. Ich meine, so ein Geräusch ist natürlich vor allem im Winter draußen immer richtig schön. Es erinnert ein bisschen so an Lagerfeuer, immer so, wenn außenrum alles so verschneit ist. Ich meine, wir haben jetzt Hochsommer, aber da denke ich da immer schön an Winter, weil das mir immer im Winter am meisten Spaß macht. Da kann man sich auch immer schön die Hände wärmen. Das passt dann eigentlich auch immer ganz gut. Oh ja. So. Also, wir machen jetzt hier wieder eine kurze Fleischmeditationsphase. Wir müssen hier vom Gargrad her, ich habe es euch gesagt, sind wir jetzt hier wieder sehr weit unten. Das brauchen wir, obwohl es jetzt nicht so stark marmoriert ist, haben wir hier ein Dry Age, also das ist gut getrocknet und dann müssen wir einfach vom Gargrad möglichst weit unten bleiben, damit wir möglichst viel Saftigkeit im Steak bekommen. Ab 21 Tagen Reifezeit nach der Schlachtung kann man grundsätzlich davon ausgehen, dass durch die Reifung die maximale Zartheit erreicht ist. Wir reifen 35 Tage, weil es uns nicht nur um die Zartheit geht, sondern uns geht es auch um den Geschmack. Also mein Bruder und ich, wir sind einfach der Meinung, dass wir, wenn wir Dry Age draufschreiben, auch Dry Age schmecken müssen. Das heißt, für euch drei, ihr müsst jetzt zu dem Ribeye Steak, was wir vorher hatten, was ja fast der gleiche Cut ist, einen immensen Unterschied schmecken. Auch für euch zu Hause. Wenn ihr Dry Age kauft, müsst ihr einen Unterschied zu Wet Age schmecken. Deswegen bin ich auch kein Fan von vorverpackten Dry Age Steaks, weil durchaus nach wenigen Tagen in dieser Vakuumverpackung dieser Dry-Age-Geschmack verloren geht. Also dieser besondere Reife-Geschmack, der so leicht, teilweise ein bisschen so käsig, nussig, einfach so ein vielfältiges Aroma hat, verloren geht dann durch die Vakuumreifung, weil die Milchsäure die dann wieder überholt. Ja, die nimmt die dann einfach weg und ihr könnt es nicht mehr rausschmecken. Aber ganz kurz, kannst du noch mal die Kuh vielleicht zeigen? Ja. Ich würde gerne wissen, wo das sogenannte Model Steak herkommt. Das Model Steak? Das Laufsteak. Ah, das Laufsteak. Wo kommt denn das her? Okay, ich habe gedacht, ihr kriegt jetzt ein Stück von dem Steak, aber Lukas, vielleicht kriegst du noch was, aber bei dir, naja. Also, so schaut dann das Steak aus. Wenn wir das aus dem Gustus rausnehmen. Ach ja. Aber das passiert halt, wenn man seine Mitarbeiter lobt. Man muss die eigentlich immer scheiße behandeln. Da kommt eigentlich nichts, führt nichts dran außenrum. Das ist einfach so. Gerade noch gelobt und jetzt kommen sie so. Ne? Ja, wie nennt ihr euch denn die Mitarbeiter? Sind das dann die sogenannten Stakeholder oder? So. Also schauen wir uns das mal an, wie das hier ausschaut. Also wir haben es gut medium rare erwischt. An den Seiten ist es ein bisschen weiter, aber naja, es ist halt so, wenn es an den Seiten ein bisschen dünner ist und mehr Hitze abbekommt. So gesehen bin ich sehr stolz auf mich. So. Mmh.
Also ich muss sagen, geschmacklich was ganz anderes. Ihr habt nicht so diese krasse Marmorierung drinnen, wie jetzt bei dem anderen Ribeye. Aber ich möchte euch jetzt nicht weiter beeinflussen. Ihr habt euch ja alle eure Notizen schon gemacht. Special Cut, ne? Special Cut, sag ich nur. So. Oh, ihr kriegt ja heute gar nichts dazu. Naja, wenn ihr Brot braucht, wir haben keins mehr. Pech gehabt. Willst du noch was für das? Nee, ist recht. Die Stakeholder, naja. Aber Erdschan muss schon sagen, Respekt, ey. Was wir vielleicht auch noch interessant ist für euch, ich habe ja schon ziemlich viele Grillkurse gemacht inzwischen. Wir machen ja dieses Jahr wieder welche, die sind ja auch online. Was ich immer wieder feststelle, Dry-Aged ist ja um ein Vielfaches teurer als Wet-Aged. Das hat aber auch seinen Grund. Das liegt jetzt nicht einfach daran, weil es gerade im Trend ist, sondern es liegt einfach daran, dass man während der Reifung schon einen enormen Gewichtsverlust hat. Ja? Wann gibt es wieder Termine für Grillkurse? Für alle mal bitte. Ja, du warst jetzt gerade mit Essen beschäftigt, Mr. Stakeholder, aber ich habe eigentlich gerade gesagt, die neuen Grillkurstermine sind schon online, die sind buchbar auf mf58.de, geht unter Events oder Grillseminare und sucht euch euren Kurs aus. Steak und Burger ist natürlich das häufigste, was wir dieses Jahr haben. Es sind schon ziemlich viele Kurse ausgebucht. Wir machen eigentlich zurzeit mindestens 2 pro Woche. Morgen gibt es wieder Steak Tasting, also ähnlich dem, was wir heute machen, nur noch ein bisschen umfangreicher hier vor Ort und ein paar mehr Leute. Und am Samstag ist der nächste Steak und Burger Kurs. Wenn ihr spontan Zeit habt, heute hat mich jemand angerufen, ist vielleicht auch eine gute Möglichkeit. Also Samstag um 11 Uhr hätte ich jetzt noch 2 Plätze frei. Da würde ich sogar 2 zum Preis von 1 machen. Ganz einfach aus dem Grund. Heute hat mich ein Bekannter angerufen, der ist schlimm mit dem Fahrrad verunglückt. Und die 2 kommen jetzt am Samstag nicht. Deswegen 2 Plätze zum Preis von 1. Habt ihr die Möglichkeit, diesen Samstag um 11 Uhr, schreibt es mir in die Kommentare, kommt vorbei. 2 Plätze sind noch frei. Also wenn ihr Bock habt, ernst gemeint, heute bin ich angerufen worden. Und jetzt schauen wir mal zu unserem Bekannten. Ja, wartet mal kurz, es war noch eine Frage vorher. Wo war ich denn gerade bei? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe jetzt den Anschluss verloren, wegen den Grillseminaren. Ah, egal. Aber einen Kommentar kann ich dir vorlesen. Und zwar, der Powerfranke, der kriegt einen Gaumenorgasmus, wenn er hier zuschaut. Ganz ehrlich, war auch meine Absicht. Das ist aber gut so. Also, wir haben jetzt hier mein Picanha, da gehen wir jetzt halt auch schon weiter. Oh ja, Baby, oh ja. Schaut euch das mal an. Ich habe das jetzt mit Absicht. So kann man es gut sehen, oder so. Ihr seht jetzt hier oben schon so einen leichten goldenen Rand auf dem Fett. Ich habe es jetzt, also der erste eingeschaltete Brenner war hier. Da waren 2 Brenner eingeschaltet. Ich habe es mit der hohen Seite und dem Fett nach oben in den Grill gelegt. Einfach deswegen, weil bei geschlossenem Deckel ist es oben im Grill am heißesten, deswegen hat die höchste Stelle. Hier seht ihr auch so einen schönen karamellfarbenen Rand schon bekommen. Und hier haben wir auch die dickste Stelle, da brauchen wir am Anfang am meisten Hitze. Wenn wir das jetzt so haben, dann gehen wir jetzt auf den Biefer drauf und können das jetzt halt noch schön goldbraun machen und noch restlich garen. Was auch immer noch hilfreich ist, wenn es relativ dickes Fett ist, ein bisschen einschneiden, ganz gefühlvoll, nicht zu weit, dass wir da nicht ins Fleisch reinschneiden. Und jetzt geht's ab auf den Biefer. Da muss ich mir jetzt ein bisschen Werkzeug holen. So. Jetzt kommt 3x Wagyu. Full Blood Wagyu.
perfekt. Also, du schaust nicht nur gut aus, du passt auch auf, was ich sag. Das ist schon mal... Das, die Männer haben da anscheinend ein wenig Probleme, zwei Sachen gleichzeitig zu machen, sich das Steak reinzustopfen und dann noch gleichzeitig zuzuhören, das ist ja ein bisschen schwierig anscheinend. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also, es gibt ja nicht so viele Sachen, wo ich Gefühle bekomme, aber das hier ist jetzt auf jeden Fall eins davon. Ja, ich finde bei Wagyu hat noch so einen typischen, also bei dem Full Blood riecht man das auch noch. Wagyu hat so eine ganz spezielle Konsistenz von dem Fett. Also das heißt, da ist ein sehr hoher Anteil an ungesättigten Fettsäuren drin, deswegen ein sehr niedriger Schmelzpunkt. Und ich finde, das riecht man auch, wenn man das so karamellisiert. Das riecht einfach anders. Und dadurch, dass das Full Blood ist, kommt es dem japanischen Wagyu, das wir ja zum Schluss haben. Wir haben ja zum Schluss Kagoshima Filet, Mittelstück, Steak. Und das ist natürlich dann die absolute Krönung. Da müssen wir eigentlich dann nur bei voller Kanne kurz mal rein und dann läuft es. Kommt schon jemand zum Grillkurs jetzt am Samstag? Hat schon jemand was geschrieben, oder? Also wie schon gesagt, Samstag, Steak und Burger, 11 Uhr. Ja, zwei Plätze zum Preis von einem. Sonderkonditionen, wenn er der Erste war, dann hat er es. Oh ja, ihr kriegt das jetzt schön rare von mir, weil ich habe schon gemerkt, ihr seid sehr dankbare Versuchskaninchen. Ja. So. Also jetzt haben wir hier die Nummer 5. Meinen Lieblingscut mit dem schönen Fettrand drauf. Das ist auch von den Special Cuts meiner Meinung nach einer der größten Vorteile. Ihr habt vorhin gesehen beim Tree Tip. Da haben wir aber nur meistens einen relativ dünnen Fett drauf. Aber bei dem Picanha, da ist oftmals so ein richtiger Fettdeckel drauf. Und den muss man einfach essen, den muss man erleben. Und wenn wir den jetzt anschneiden, dann werdet ihr auch sehen, warum das mein Lieblingscut ist. Wichtig ist, das ist jetzt nur die äußere Spitze von diesem Picanha, aber es ist ganz wichtig, das Picanha läuft immer auf eine Seite zu. Also wie mein Messer jetzt steht, so, wartet mal kurz, zeige ich euch das so. Wie mein Messer jetzt steht, auf diese Seite laufen die Muskelfasern zu. Ja? Da müsst ihr drauf achten, hier an der Seite sieht man es auch sehr gut, die laufen nach da hinten. Wenn wir das jetzt aufschneiden, müssen wir das in dünne Scheiben immer gegen die Faser schneiden. Meine Kumpels von Fleischglück, da kommt übrigens auf dem Fleischglück-Kanal auch morgen, ja, morgen ist Freitag oder am Samstag ein richtig geiles Video, die heißt Epic Meat Tour, raus. Da waren die Jungs mit mir zusammen bei meinem Bauern in Offenhausen, bei die Pinzgauer. Richtig geile Videos, also richtig geile Bilder in dem Video. Und da haben wir eben auch eine Picanha zubereitet und... Also, ich zeig's euch jetzt einfach, bevor ich jetzt lang rede. Seht ihr schon, wie das Messer reingleitet? Und wenn ihr das jetzt dann auch in dem Gargrad habt, ja, wir haben jetzt hier Medium Rare, ist jetzt normalerweise nicht meine Empfehlung, aber dadurch, dass wir hier so ein geiles Stück vom Wagyu Frankenhöhe haben, ist es natürlich... Ein absolutes Highlight. Und wenn ihr seht, wie leichtgängig mein Messer da durchstreift, ist das natürlich der absolute, ja, die absolute Krönung meiner Meinung nach. So. Oh, Mama Mia. Okay. Also für mich wird es jetzt schwer, langsam das zu toppen. Oh, leck. Ich muss mir noch ein Stück da lassen. Okay. Mmh.
Habt ihr schon Hunger bekommen? Seht ihr das? Oh. Das Fett schmilzt richtig schön. Wie du gesagt, das ist eine besondere Charakteristik, die wir eigentlich nur beim japanischen oder beim Full Blood Wagyu haben, dass das Fett sich so schön verteilt im Mund. Ich merke schon, du bist ganz nervös, ganz nibbelig hier. So. Jetzt kommt erst der richtig geile Shit. Also, wie du sagst, esst unbedingt auch das Fett, weil das ist eigentlich auch dann das, was das Ganze wirklich auch spannend macht. So. Ich gönne mir jetzt auch mal noch, ihr habt ja gesehen, ich habe alles ohne Salz gegessen. Ein kleines Stückchen. Oh, komm schon. Mmh. Oh, leck. Mmh. Oh. Mmh. Ist jemand dabei, der morgen schon Steak-Tasting bei mir macht? Ja? Ihr dürft euch freuen. Ich habe noch ein paar Cuts für euch aufgehoben. So. Wahnsinn. Geil. Ich mache jetzt trotzdem gleich weiter, damit ihr auch nicht die ganze Zeit meine Versuchskaninchen da hinten stöhnen hört. Wir haben jetzt die Nummer 6. Das ist jetzt ein Hüftsteak. Da gehen wir jetzt auch einfach tschack, bumm drauf. Und das Wagyu hat mich jetzt schon so überzeugt, dass wir da eigentlich bei halber Hitze relativ weit oben anfangen können. Das Steak ist jetzt nicht so dick. Da gehen wir jetzt rein. Da ist jetzt aber nicht so viel Fett drinnen. Bei dem Beef brauchen wir mit dem Fleisch ein bisschen länger, bis es überkrustet ist, weil aus dem Fleisch einfach mehr Feuchtigkeit rauskommt. Ja? Beim Fett ist die Feuchtigkeit, es erhitzt sich auch schneller und da ist die Feuchtigkeit einfach schneller draußen. Wo habe ich jetzt das Fähnchen hingeschossen? Hm. Okay. Fähnchen ist weg. So. Habt ihr was zu sagen oder? Okay, geil. Es wird jetzt aber noch besser, ne? Wir gehen jetzt halt richtig steil auf den Höhepunkt zu. Das ist jetzt so richtig so. Aus habe, wo ich sage, das ist ja wortwörtlich wie vorhin ein Geschmacksorgasmus. Also gut. Aber wie schon gesagt, wir legen noch ein paar drauf. Wir scheppern noch mal höher. Was hast du? Wieso? Wie bitte? Nee, ja kein Steak mehr, weil. Danke. Ja, was soll ich jetzt noch dazu sagen, ne? Ich meine, du bist ja selber schuld, dass du zu mir kommst, oder? Nein, es ist ja gut so. Ich möchte euch einfach nur grundsätzlich zeigen, vor allem jetzt auch für euch zu Hause. Es ist nicht nur wichtig, dass ihr einen geilen Grill habt, der was weiß ich zigtausend Euro kostet, sondern es kommt eher darauf an, was ihr auf euren Grill draufschmeißt und wie ihr damit umgeht, ja, das ist ganz wichtig, weil das Lebensmittel an sich macht den Unterschied, weil ihr könnt aus einer, wie soll ich sagen, aus einem zu marinierten, zu gekleisterten Halssteak, könnt ihr halt einfach nichts anderes machen, ja, da muss die Marinade runter, dann haben wir schon 50% Steak weniger, wird halt kein richtig geiles Steak werden, bin ich überzeugt davon. Ein Steakweckle oder Halssteakweckle hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, das will ich jetzt nicht sagen. Aber wenn wir nach dem perfekten Steak einfach Ausschau halten, ja, dann ist es auch egal, ob wir das regional dann nehmen, ob wir da eine fränkische Ferse nehmen, ob wir da australisches Angus nehmen, ob wir da aus der Region ein Full Blood Wagyu oder eine F1-Kreuzung aus der Region nehmen. Das spielt grundsätzlich da keine Rolle. Wichtig ist, es muss ein geiles Produkt sein, da könnt ihr euch bei meinem Bruder und bei mir einfach auch drauf verlassen, ja, dass wir euch Produkte verkaufen, wo wir auch immer dahinter stehen, ja, weil das ist auch unser Anspruch. Kleinen Moment. Hey, schon wieder zu viel gelabert hier. So.
Jetzt müssen wir kurz hier dabei stehen bleiben. Und es ist uns einfach wichtig, dass wenn ihr bei uns einkauft und euer Steak kauft, dann dürft ihr auch nicht böse sein, wenn wir manchmal Sachen zum Beispiel nicht rausgeben. Meine Mädels zum Beispiel dürfen kein fränkisches Fersen-Ribeye rausgeben, wenn da noch nicht die Mindestreifezeit erreicht ist, weil wir wollen, dass ihr zu Hause eben auch Spaß habt. Wie jetzt meine Gäste hier, ja, die sollen ihr Ribeye einfach genießen können und dazu, ihr erwartet ja auch eine gewisse Zartheit, ja, und wir geben unser Wet-Aged Ribeye eigentlich mit mindestens 28 Tagen erst in den Verkauf, ja, das sind 7 Tage am Knochen gereift und 21 Tage im Vakuum. 28 Tage ist die Mindestreifezeit, ja? Wir haben einen Kommentar und zwar, hey Dirk, mein Bruder hat mir letztes Mal ein Picanha von dir mitgebracht ins Allgäu, war mega geil. Und da ist gleich meine Frage, schicken wir denn auch ins Allgäu vielleicht direkt zu? Also in unserem Online-Shop kannst du alles bestellen. Wir versenden deutschlandweit alles gekühlt mit Express, mit einer sicheren Zustellung am nächsten Tag, also das ist gar kein Problem. Du kannst bei uns im Online-Shop direkt bestellen, mit PayPal gleich bezahlen oder per E-Mail, dann schicken wir dir eine Rechnung, kannst auch überweisen. Aber wir versenden euch alles deutschlandweit, das ist gar kein Problem, auch ins Allgäu. So. Jetzt gehen wir mal ein bisschen hoch bei dem Ganzen. So. Also das Steak, muss ich ganz ehrlich sagen, ist eins der ersten Hüftsteaks, wo ich der Meinung bin, die knallen mich weg. Schön marmoriert, richtig, richtig gut. Vom Gargrad haben wir es jetzt auch gut erwischt. Ich muss jetzt mal ein bisschen beschummeln, sonst reichen mir die Platten nicht. So. Meiner Meinung nach, ja, schmeckt anders, auch noch ausgezeichnet. Ja. Also, so. Ich habe auf jeden Fall noch eine Frage, Dirk, aber Steak ist jetzt ja nicht nur was für Männer, oder? Also, das ist nicht nur eine reine Männerdomäne, oder? Das ist schon für alle was. Also, man muss jetzt grundsätzlich sagen, Steak ist ganz klar das Thema für alle was. Allerdings ist es so, dass die, wie soll ich sagen, die Art des Steaks, was sich der oder diejenige also zubereitet, anders ist. Bei den Männern, oft auch im Barbecue-Bereich, kommt es wie bei allem immer auf die Größe an. Ne? Also je größer euer Steak ist, desto besser ist es normalerweise. Ja? Also die nehmen, also der Mann bevorzugt, das merke ich auch beim Verkaufen, eher das 1,5 Kilo Bisteca oder das Tomahawk Steak mit 1,5 Kilo, ja. Bei den Frauen ist es eher so, wenn sie es selber zubereiten, nehmen sie dann immer Steaks auch, die relativ schnell gehen. Allerdings liegt es auch jetzt eher an der Rolle der Frau, die sich ja in den letzten Jahrzehnten auch sehr viel geändert hat, dadurch, dass die sich jetzt inzwischen nicht wie wir Männer so das leichte Leben machen und uns nur, also meistens natürlich, ich will jetzt nicht, meistens nur um das Familieneinkommen kümmern, sondern um den Job, den Haushalt und die Kinder, ja, da muss es in der Küche einfach ein bisschen schneller gehen, deswegen nehmen wir da nicht die großen Steaks, die zwei Finger dick sind, sondern die nehmen halt dann Portionssteaks. Was jetzt auch nicht verkehrt ist, außerdem ist es so, Männer bevorzugen auch meistens eine krasse Marmorierung, also je mehr Marmorierung, desto besser. Bei den Frauen ist es eher so,
Es muss zart sein und eher leicht marmoriert. Also da ist das Filetsteak oft sehr hoch im Kurs. Aber es ist ganz klar ein Thema, das praktisch die gesamte Gesellschaft umfasst, egal ob Männer oder Frauen. Allerdings, wie schon gesagt, immer ein bisschen andere Vorlieben. Ja, aber Dirk, bevor du jetzt hier aus dem Bild verschwindest, wie darf ich mir das denn eigentlich vorstellen? Kommen dann die Frauen zu dir herein und sagen, Dirk, ich will ein Rind von dir. Ich gehe kurz aus dem Bild, okay? Ich habe mir noch keine Antwort überlegt, deswegen, es dauert noch ein bisschen. Aber den Tiefschlag bekommst du spätestens nach dem Stream. So. Also, wir haben jetzt das Flat Iron vom Full Blood Wagyu aus der Frankenhöhe, Richtung Ansbach ist es, drinnen. Das bekommt ihr jetzt halt auch richtig rare von mir. Also wir machen außen nur noch eine schöne Karamellkruste drauf und innen gerade so, dass es ein bisschen über Körpertemperatur oder in die Richtung von Körpertemperatur geht. Da muss ich jetzt auch ein bisschen daneben stehen bleiben. Mal kurzer Schluck Bier geht. Alles klar. Trotz dass das ein sehr magerer Muskel normalerweise ist, war der jetzt halt extrem, extrem marmoriert. Und daran sieht man das auch, wie hier oben diese, haben wir es am Bild, ja? Hier oben ist es so richtig schön, da köchelt das Fett, da tanzen die Fettblasen so auf der Oberfläche. Ja, das ist wie wenn es in der Pfanne braten würde. Und das ist genau das, was wir auch bei so einem Steak dann auch lieben. Das wird richtig gut. Wie bitte? Wie bitte? Über was musst du nachdenken? Nochmal, du willst? Ach. Ja, mit den Masken ist es ja immer nicht so einfach, sowas dann auch richtig zu verstehen, ne? So, also jetzt haben wir gleich unsere zweite Seite schön karamellisiert. Also ihr seht schon, mit so einem Beefer geht es auch extrem mit einem Oberhitzegrill oder diesem Gustos. Ich sag immer Beefer, das ist wie das Tempotaschentuch. Ich kann es mir einfach nicht abgewöhnen. Mit diesem Gustus oder mit diesem Oberhitzegrill geht es natürlich auch extrem schnell. Dirk, der Michael fragt auf Facebook, wo hast du denn all dieses Wissen überhaupt her? Also zunächst einmal, ich bin ja stolz darauf, Metzgermeister zu sein. Jetzt haben wir vor 4 Jahren, oder ich glaube inzwischen sind es 4 Jahre. Oh ja, das ist fertig. Das schaut gut aus. Vor 4 Jahren habe ich dann noch die zusätzliche Ausbildung zum Fleischsommelier gemacht. Und zum anderen ist es halt eine Leidenschaft von mir. Das ist genauso wie wenn jemand anfängt mit Barbecue, sage ich jetzt mal vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren mit Barbecue angefangen hat, da musste er sich auch alles selber erarbeiten. Ja? Ich hatte eine richtig fachlich gute, einen ganzen fachlich guten Sockel. Ja? Wir hatten eine richtig, wie soll ich sagen, geile Ausbildung als Metzgermeister und darauf konnte ich natürlich dann auch diese ganzen Steakcuts drauf aufbauen und habe dann auch durch Kontakte mit den Bauern halt viel mitbekommen, wie macht man das in der Mast, ja, wie macht man das bei der Futter, beim Auslauf, bei der Findung der Rasse, ja, da hat mir auch der Fleischsommelier sehr viel weitergeholfen. Die Grillmeisterausbildung vor 2 Jahren war auch, das Salz ein bisschen wegschieben, okay. Die Grillmeisterausbildung vor 2 Jahren, die hat mir auch sehr viel gebracht, noch in Bezug auf den Umgang mit diesem besonderen Fleisch. Oh Mann, wenn ich das jetzt so anschaue, ey, das.
Wir haben ja jetzt hier wieder ein Special Cut, dieses Flat Iron. Das müssen wir wieder schön dünn gegen die Faser schneiden. Wir haben ja auch einen sehr niedrigen Gargrad gewählt, aber wie schon gesagt, bei diesem Full Blood Wagyu. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Es ist jetzt wirklich fast roh. Also wir haben jetzt wirklich rare gewählt. Ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt. Ich denke, davon kann man auch ein Foto machen. Oh, schaut euch das an. Hammer, Hammer, Hammer. Ich gebe es jetzt nochmal kurz in das Fotolabor. Und außerdem muss ich selber nochmal. Das war jetzt nicht so geschickt. Aber ihr braucht euch nicht keine Gedanken machen, es ist eh schon kalt. Das kann man nicht mehr essen, das ist schlecht. Ich glaube, den Gang muss man auslassen für euch. Wie bitte? Warte mal kurz. Warte mal kurz, nur noch kurz. Also, ganz ehrlich, lasse ich fast jedes Filet liegen. Könnt ihr auf mich hören? Bei so einem Flat Iron. Wahnsinn. Geil. Oh. Guter Mann. Schau ich leider drüber. Boah, ich hab das geil. Schau's dir an. Ihr habt's auch gleich geschafft. Wie? Ja, jetzt kommt noch das Highlight heute. Ah, ich habe die Nummer 6 auch wieder gefunden. Wer ist jetzt schon die ganze Zeit dabei geblieben? Denkt dran, macht mit beim Gewinnspiel, schätzt, wie viel diese Platte wert ist und schreibt es mir in die Kommentare. Wer am nächsten dran ist, gewinnt den 25-Euro-Gutschein. Könnt ihr online oder offline bei uns im Laden dann einlösen. Das hier kann ich euch jetzt gleich sagen. Das ist jetzt noch das exklusivste Stück, was wir jetzt zum Schluss haben. Bei dem Japan Wagyu gibt es verschiedene Präfekturen. Präfekturen ist bei denen sowas wie bei uns die Bundesländer. Das ist jetzt aus Kagoshima. Das ist einer der größeren, ich glaube sogar der größte Produzent von japanischem Wagyu. Das meiste Wagyu, was wir sonst noch haben, ist Miyazaki Wagyu. Allerdings steigen wir jetzt demnächst dann nochmal in die Champions League sozusagen auf. Wir haben in Zukunft bald nur noch Champions Brand Miyazaki Wagyu. Was heißt das jetzt für euch? Es gibt bei dem Wagyu ein sozusagen gebrandetes Wagyu. Da gibt es immer noch ein Zertifikat dazu und zeigt, dass es von dem und dem Erzeuger ist. Das ist ungefähr das gleiche, wie wir jetzt zum Beispiel aktuell bei unserem Freilandgeflügel haben, wo wir zurzeit auch sehr viele Videos releasen, nur so am Rand, dass man praktisch genau von dem Teilstück oder von dem Tier zu dem Bauern zurück verfolgen kann, wo kommt es her. Non-Brand heißt, es kommt zwar aus der Region, es ist von örtlichen Bauern, also da ist jetzt nichts, ich sag jetzt einmal, gemauschelt, aber du hast keine volle Rückverfolgbarkeit mehr. Deswegen sind wir in Zukunft jetzt eben umgestiegen auf Miyazaki Champions Brand bei der nächsten Lieferung. Ich halte euch da natürlich auf dem Laufenden. Da haben wir ein bisschen besseren Zuschnitt. Da wird noch mehr von der Bewertung des Fettes und so nochmal mit reingelegt. Das ist jetzt, wie schon gesagt, ein trotzdem ganz tolles Stück. Ein A5 heißt von der Fleischigkeit, vom Volumen des Tieres die höchste Stufe, also richtig schön groß und fleischig. BMS 12, das ist der höchste Beef Marbling Standard. Und wenn ihr das jetzt anschaut und euch mit Filet auskennt, dann wisst ihr,
Es gibt nicht viel Filet, das so eine krasse Marmorierung hat. Und auch hier, wie war es denn? Okay. Und jetzt scheppern wir einfach nochmal eins oben drauf. Das wird jetzt das Flat Iron einfach nochmal 2, würde ich jetzt behaupten, okay? Das hier ist jetzt das Flat Iron mal 2. Liegt auch preislich ungefähr beim Doppelten. Würde mich auch interessieren, wisst ihr, was der teuerste Cut heute war, außer dem hier? Also, dass das jetzt der teuerste Cut ist, habe ich euch ja gesagt. Das ist ja das Finale. Aber welcher der anderen Cuts war jetzt dann noch das teuerste? Schreibt es mir in die Kommentare natürlich. Und vergesst nicht, immer den YouTube-Abonniert-Button bei Freiberger TV drücken. Okay, wir brauchen eure Unterstützung. Wir wollen ja, dass unsere Videos auch gesehen werden. Deswegen, wie schon gesagt, grillen wir heute solche geilen Steaks. Wie bitte? Ach ja, und liken natürlich. Daumen nach oben. Ich meine, ganz ehrlich, grundsätzlich ist mir bei YouTube auch egal, wenn ihr den Daumen nach unten macht. Aber es würde mich natürlich mehr freuen, wenn wir den Daumen nach oben machen. Aber manche meiner... Ja, ich will mich jetzt noch nicht mit den Influencern gleichsetzen, aber diese YouTuber haben ja zurzeit alle so einen Burnout. Die wissen ja gar nicht mehr, was sie machen sollen. Also von daher finde ich geil. Wir machen jetzt geile Steaks, deswegen Daumen hoch und abonnieren, nicht vergessen. Also mein Beefer ist jetzt auf maximaler Hitze. Ihr seht schon, wie das Fett, was 30 cm unten drunter in der Schale ist, zu rauchen anfängt. Also wir haben da unten wahrscheinlich eine Temperatur von... ja, an die 200 Grad. Und jetzt gehen wir mit dem Steak auf die oberste Schiene, direkt über unsere Brenner. Lassen es kurz drauf. Es muss nur schön karamellisieren. Es muss jetzt wirklich nur kurz, ja, diese Röstaromen bekommen. Dann drehen wir es um. Andere Seite auch nochmal. Weil bei dem Fett, ja, ist es ja bei dem japanischen wirklich auch extrem, haben wir einen sehr niedrigen Schmelzpunkt. Und dadurch müssen wir natürlich auch darauf achten, dass wir... hier wirklich auch das Maximum drin behalten, ja, weil das ist ja das, auch der Geschmack. So, auf der Seite reicht es mir schon. Machen wir die andere Seite noch, die können wir dann ein bisschen weitermachen. So, gib nochmal alles. Full Power. Vorfreude. So, ich trinke jetzt nochmal einen Schluck Bier und dann ist es fertig. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum oder? Gut. Dann haben wir es auch geschafft. Glück, die Kathi ist da. Ah, servus Kathi. Ich freue mich schon. Ist meine Kollegin vom Butcher Wolfpack. Die macht demnächst auch bald wieder Grillkurse. Das war jetzt nicht so gut. Legen wir es mal darüber. Wir fahren ja nächstes Jahr nach Sacramento zur World Butchers Challenge. Und da fangen wir jetzt wieder zu trainieren an, deswegen sehe ich es jetzt dann auch in ungefähr 2 Wochen. Ich glaube schon, nein, 3 Wochen sind es. In 3 Wochen sehe ich die Kathi wieder und da lassen wir es dann richtig knacken, weil wir wollen nächstes Jahr, das kann ich jetzt auch gleich ganz offiziell sagen, Weltmeister werden. Wir wollen Metzger-Weltmeister werden. Ich will mit meiner Nationalmannschaft als Team-Captain, ja, unbedingt nächstes Jahr in Sacramento im Golden One Center, in einem riesen Stadion, ohne Pandemie, richtig geil abräumen und die anderen 16 Nationen einfach alt aussehen lassen. Solltet ihr auch weiter verfolgen. Wir haben auch ein kleines Video dazu gedreht, da erkläre ich das nochmal ein wenig besser. Deswegen viele Grüße, Kathi. Ich muss jetzt mein Kagoshima A5 BMS 12 Filetsteak streicheln oder selber essen. Okay, alles klar. Also dann schauen wir mal. 1, 2, 3. Ich schneide es jetzt auch einfach nur so ein bisschen nach vorne und hinten. Oh, das war jetzt einer zu viel. Die
Kathi hat geantwortet, Chef ist gebongt, das mache ich mal. Oleg. 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 Also ich muss das runter essen, ich muss ja schauen, dass das nicht schlecht ist, ne? Das wisst ihr ja. Oh. Aber das definiert Zartheit einfach neu. Also. So. Ich bin jetzt gleich wieder bei euch. Erstmal noch die Gäste noch gar fertig machen. Also, Kagoshima A5, BMS 12, Filet. Zartheit ist jetzt da absolut auf dem höchsten Level. Marmorierung, das ist jetzt einfach so ein Steak. Das kann man nicht alle Tage. Normalerweise, man kann so ein Steak alleine essen, aber es ist sogar besser, wenn man so ein 100 Gramm Steak sich eigentlich zu zweit teilt. Unser Gewinnspiel ist ja auch noch im Raum. Wer am nächsten dran ist, wir hatten heute 8 verschiedene Steak Cuts. Welche Steak Cuts waren das? Schreibt es mir in die Kommentare auf YouTube. Und wie viel hat diese Platte gekostet? Wer am nächsten dran ist, gewinnt einen 25-Euro Gutschein. Ihr habt dazu noch bis heute Nacht um 12 Uhr Zeit. Ich werde es dann morgen aus. Nein? Jetzt? Ihr habt nur noch jetzt Zeit? Bis zum Ende des Streams habt ihr nur noch Zeit. Also ich bin jetzt hier gerade von der Regieanweisung her. Mein Prompter, der hat jetzt hier gleich richtig ausgeschlagen. Da ist dann richtig rund gegangen. Und der Stakeholder, wie schon gesagt, es geht darum, 25 Euro Gutschein. Ihr sagt mir, wie viel diese Platte gekostet hat, welche Steak-Cuts da drauf waren. Und dann könnt ihr online oder offline bestellen. Habt ihr jetzt noch irgendwelche Fragen, was euer perfektes Steak angeht? Ja, ich wollte euch heute natürlich sehr viel mitgeben. Ich hoffe, das ist mir gelungen jetzt in den letzten, keine Ahnung, ja, fast 2 Stunden. Habt ihr noch Fragen? Gibt's noch Fragen? Keine mehr. Also ich glaube, meine Gäste sind jetzt auch satt. War ziemlich gut. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ungefähr in 4 Wochen oder so, ne? Machen wir den nächsten Stream. Keine Ahnung. Schauen wir mal, wie es zeitlich reinpasst. Ich würde mich freuen. Und habt ihr noch irgendwas? Gut. Dann trinke ich noch den letzten Nagel in mein Bier. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Morgen kommt unser nächstes Video raus. Auch nicht vergessen, anschauen und dabei bleiben. Abonnieren, liken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Servus, ciao. Servus, ich bin immer noch da. Aber ihr wisst ja, nach dem Stream ist vor dem Stream. Deswegen abonniert uns, liked uns, erzählt einfach weiter. Denn ihr wisst ja, schon Martin Luther King sagte, I have a stream.